Voll, die Sonne brennt, aber nicht für lang. Es zieht da übelst rein von da hinten. Na. Was ist denn mit dieser blöden Kamera los, Mann? Ist zugezogen. 28,6 Grad haben wir es hier. Offiziell noch 26, soll aber noch 30 werden. Das. Ich weiß auch nicht wie. Geregnet hat es jetzt noch nicht. Ich muss so Sachen erledigen, da habe ich so überhaupt keinen Bock. Ich bin schon Freitag und Montag ist halt frei. So, ich habe gerade Falcon Bescheid gegeben, dass ich immer noch interessiert bin, dass ich immer noch ein paar Fragen habe bezüglich der Dokumente, die ich da zusammensuchen soll und dass ich auf gar keinen Fall den Job anfange, bevor ich hier nicht US-Amerikaner bin. Naja, dann habe ich mich noch mal ein bisschen schlau gemacht. Ist ja cool, dass sie da auf jeden Fall Uniformen tragen, wie wir in Grand Canyon getragen haben. Dass wir da Captain genannt werden, das hat auch immer was. Und ja, Drohnenfliegen ist komplett verboten zurzeit. Das wurde für komplett verbannt. Das durfte man mal, man musste erst eine Lizenz erwerben, kostet $60, und dann für Dubai muss man noch eine extra Lizenz erwerben, damit man da recreational oder als Hobbyist eine Drohne fliegen kann. Aber zurzeit, bis auf Weiteres, komplett verboten. Das ist natürlich nicht so geil. Und die wird auch direkt am Airport konfisziert. Und die kriegst du nur wieder, wenn du halt die Lizenz dann machst innerhalb von 30 Tagen oder ausreist, kriegst du sie auch wieder. Aber ansonsten, auch wenn du die im Koffer hast, wird die direkt eingesackt. Ja. Also, ey, das macht mich schon nervös, ne? Die ganze Geschichte. Aber besonders wenn ich ja dann, wenn ich hier die Zelte abbreche, ne, dann was mache ich mit meinem ganzen Zeug? Lagere ich das hier ein auf Hawaii? Oder ey, ich weiß es halt noch nicht. Das ist halt, das sind alles noch so Fragen und Dinge, die. Soll ich jetzt mal anfangen, hier alles wegzuschmeißen, zu packen? Weil das kann dann irgendwann ganz schön schnell gehen. Das weiß ich halt alles noch nicht. Also, das Video von gestern schneide ich noch zusammen. Das Wetter ist eigentlich relativ schön. Im Gegensatz zu dem, was da so angekündigt war. Blue Hawaiian hat schon alle Flüge abgesagt heute. Alle Tourflüge. Alle anderen Companies fliegen jetzt. Rainbow und Magnum fliegen. Ist natürlich windig geworden. Eventuell fahre ich trotzdem mal ins Meer. 12 Gast 19 Grad. Macht natürlich wieder Angeln keinen Spaß. Aber eventuell mache ich doch den Pillbox-Hike. Wir haben 2:30. Ich könnte alles machen. Am Freitagnachmittag von einem langen Wochenende. Das heißt, Stau dürfte es eigentlich auch nicht großartig geben. Da weiß nie. Ja. Entweder komme ich nochmal raus. Aber jetzt muss ich auch noch das Video zu Ende zusammenschneiden, da bin ich immer noch dran. Da muss ich einmal diese Unterlagen hier durchlesen und mir ein paar Notizen machen. Und dann habe ich wahrscheinlich so die Schnauze voll, dass ich raus muss. Vielleicht mache ich noch eine Angelroute fertig. Und dann fahre ich mal. Je nachdem, wie sich das Wetter entwickelt, ist es noch möglich. Also ich meine, es zieht immer wieder was rein, aber eigentlich. Sieht so aus, als würde es trocken bleiben. Ist natürlich arschwindig. Also, das Wetter war anders angekündigt. Also man könnte ja sagen, es ist wunderschön, wenn es jetzt nicht so windig wäre. Aber hallo. Also ich glaube, da hat Blue aber ein bisschen früh abgesagt. Die ganzen Flüge. Denn es ist wirklich wunderschön. Ein bisschen Sonne könnte ich mal wieder vertragen. Ich meine, jetzt haben wir schon 2:30.
Aber ich habe alles erledigt, was ich erledigen wollte, mehr oder weniger. Jetzt mache ich noch mal eine Route fertig. Also die Pflanzen brauchen mal wieder ein bisschen Wasser. Aber ansonsten sieht es gut aus. Nicht mehr so viele Schmarotzer dran hier. Die kriegen echt viele neue Blätter. Ja, Läuse sind weg. Da ist auf jeden Fall eine Raupe dran. Ich habe noch nicht entdecken können, obwohl die riesig sind. Ja. Nice. Boah, das ist gerade geschüttet. So, mit den Routen. Ich habe eine Posenroute zusammengebaut für Köder und eine Grundroute. Ich habe hier noch nie mit Grundroute geangelt, weil man sich hier mal alles abreißt. Aber ist ja völlig wurscht. Dunking nennt sich das. Whipping ist das andere. Ja, es weht immer noch. Jetzt ist Sonne wieder draußen. Aber ich muss trotzdem noch mal einmal durch diese Unterlagen durchgehen. Ansonsten kann ich nicht los. Wir haben kurz vor 3. Ja, das Wetter sieht nicht gut aus. Es ist noch windig, die Pflanzen fallen um. Und es ist brutaler Stau. Super seltsam, freitags. Unüblich. Aber der Nachbar macht natürlich Lärm. Mit seinem Rasentrimmer. Aber das ist. Ja, ist auch frisch. Kühl. Also nicht kalt, aber warm ist es. Warm ist anders. Ja, ich fahre jetzt nicht zum Meer. Vielleicht fahre ich nachher nochmal kurz, aber. Ich stelle jetzt mal ein paar Sachen zum Verkauf ein bei Facebook. Meine Workout-Sachen. Ich meine, die verkaufen sie eh nicht. Und wenn dann. Die nehmen Platz weg und sind sehr schwer. Das ist der Grund. An Liegestützen kann man ja immer machen. Da brauche ich das nicht. Ja, eigentlich so spät, eigentlich ist das Wetter viel zu schlecht. Und wir haben auch noch Stau. Aber ich fahre jetzt trotzdem mal los. Dann war ich wenigstens mal draußen. Aber wir haben einen Regenbogen hier. Sieht man natürlich jetzt gerade genau nicht. Aber es ist auf jeden Fall Regen am Anmarsch. Also das Wetter könnte auch noch zu einem Problem werden. Nichtsdestotrotz, ich fahre trotzdem los. Ich bin noch kurz vorm Sonnenuntergang, bin ich am Electric Beach. Wenn da was los ist, dann war die Tour für die Katz, denn ich muss nirgendwo anders hin. Ich könnte mir Orangensaft holen. Der Apfelsaft, ja, den ich da gekauft habe, der war in so riesigen Gallonenbehältern, der passt gar nicht richtig in den Kühlschrank. Das war auf jeden Fall, also den kaufe ich mir nicht mehr, nicht nur weil der nicht so geil geschmeckt hat, sondern weil diese Bottle auch viel zu groß war, um die anständig irgendwie zu verstauen und zu handeln. Das war jedes Mal ein kleines Drama. So. Gucken wir mal. Ich habe die Posenroute mit, nicht die Grundroute. Und wenn es so windig ist, dann kann ich ja mit dem Lure nicht richtig auswerfen. Dann schmeiße ich einfach die Pose rein mit meinen vorbereiteten Lures. Das ist der Plan. Es ist ein bisschen seltsam, dass hier in beiden Richtungen noch Stau ist. Also es ist jetzt nicht super krasser Stau, aber ziemlich viel los. Irgendwas ist heute auch wahrscheinlich in Honolulu. Oder es ist irgendwas passiert. Denn, ich meine, noch bewege ich mich ziemlich schnell. Aber es stoppt jetzt genau hier. Ja, ja. Ich soll immer noch um 20 vor 6 da sein. Das heißt, ich habe genau eine Viertelstunde bis zum Sonnenuntergang. Ist ja toll. Aber hier, Stau. Und auch auf der Gegenfahrbahn. Das ist halt, da war nichts. Kein Unfall. Es ist einfach nur sehr viel los. Leider habe ich die Spitze nicht für mich allein. Da sitzen mindestens 2 Angler. Ich hatte Glück, dass ich hier auf der Gegenseite direkt hier rüber schießen konnte und nicht hin und zurück musste. Und zeitlich ist das auch ganz schön knapp. Aber wie es aussieht, scheint es trocken zu bleiben. Immerhin. Sieht so aus, als käme ich genau richtig für ein Segelbootfoto. Muss ich mir aber ein bisschen beeilen jetzt. Tut sich nichts. Ich habe die Pose im Wasser. Im Topwater habe ich es probiert. Und einige Surfer im Wasser, mindestens 10. Und die Sonne geht genau jetzt unter. Das Licht
ist okay, aber es lohnt sich nicht mal Fotos zu machen heute. Ich hoffe, ich reiß mir diesmal wenigstens nicht alles ab. Also das einzig Coole ist das Licht. Und dass der Wind nicht so geil ist. Also nicht so stark. Aber das Licht ist mal wieder richtig cool. Ist doch so gut wie dunkel. Die Kamera nimmt das echt gut auf. Dass es hier ja, wieder dieses violette, warme, ja, nahezu romantische Licht ist. Sehr nice. Ja, ist so gut wie dunkel. Ein bisschen sieht man noch Licht. Temperaturen sind extrem angenehm. Von daher lasse ich jetzt noch ein bisschen die Pose baden, aber das bringt alles nichts und von daher war ich gleich auch nach Hause. Ich will wissen, was heute los ist. Es ist voll der Verkehr auf dem Weg nach Hause. Ja, auf jeden Fall habe ich mir, glaube ich, auch meinen rechten Außenspiegel zerstört. Also ich parke immer sehr nah an dieser Hecke da, ne, am Electric Beach. Und normalerweise, wenn ich zurücksetze, dann nehme ich manchmal so ein paar Zweige mit. Und dann kann es passieren, dass der Spiegel ja so umklappt, nach vorne. Und normalerweise kann man den einfach zurückklappen und dann schnappt der wieder ein. Aber diesmal nicht. Diesmal bleibt der loose, da schnappt gar nichts mehr ein. Und der schwabbelt jetzt einfach frei rum. Also ich kann noch den inneren Spiegel, ne, elektronisch und so weiter, verstellen. Also alles ist nicht abgerissen, aber auf jeden Fall das, was den Spiegel in Position hält. Da muss ich mal gucken, ob ich da mit Panzertape dran muss oder ob es da vielleicht noch eine schönere Variante gibt, das Ding wieder hinzubekommen. Wieder zu Hause. Bananenmilchshake mit, was ist noch drin? Protein, Puder, nicht Powder, Puder. Da hatte ich schon mal Probleme mit, das Wort zu finden. Pulver, ne? Ja, Zitronenschale. Honig, Kreatin. Ich hoffe, das reicht. Ich hatte nämlich irgendwie auf nichts Appetit, was ich habe. Weder Pizza, noch Spaghetti, noch irgendwie Brot, noch Fischstäbchen habe ich, glaube ich, noch. Noch sonst was. Hatte ich alles keinen Appetit, aber auf so einen Milchshake. Wir haben 7:15. Hier drin angenehm kühl. 24,9, fast zu kühl. Na, geht schon. So, ich habe eine Serie angefangen. Was heißt angefangen? Die zweite Staffel. Da sind allerdings erst 3 Folgen raus, leider. Und da muss ich warten. Special Ops Lioness. Ziemlich gut. Wer es halt mag. Ja, das war's so gut wie für heute. Und morgen fängt das lange Wochenende an. Vielleicht fahre ich mal zum Chris. Der ist ja mehr oder weniger ans Bett gefesselt mit seinem Knie. Der wollte mal zum Arzt, denn nach 2 Wochen ist es nicht besser geworden, eher schlechter. Der läuft an der Uni mit Krücken rum. Nicht gut. Besonders, wenn man kein Geld hat und nicht versichert ist.